gerade auch Eltern mit für die Kindertagesbetreuung dann zum Beispiel. Und dieses. Bitte? Also ist live, ihr könnt. Guten Abend, liebe Gäste an den Monitoren. Ich freue mich, heute Abend Frau Sibylle Schober begrüßen zu können, Geschäftsführerin vom Tageselternverein Esslingen. Unser Thema heute: Kindertagespflege sichert Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Frau Schober, wie war Ihr Weg hierher? Haben Sie die Adresse gut gefunden? Also wir sind ja hier in der Buchhandlung Zeitgenossen in Esslingen. Sehr mitten in der Innenstadt und wie es so ist, ist hier Innenstadtparken nur erlaubt. Von dem her habe ich etwas außerhalb der Innenstadt geparkt und den Weg hier rein sehr gut gefunden. Und die Straßen waren frei. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Hat Gerne. mich sehr gefreut. Sehr Gerade gerne. unter dem Aspekt, dass wir diese Woche wirklich in der Kindertagesbetreuung eine ganz besondere Woche haben. Am Montag hat der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen wieder gestartet. So nennt man das offiziell. Auch wir haben sozusagen unterschiedliche Pandemie- und Öffnungsstufen. Und jetzt sind wir in einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Das heißt, in der Kindertagesbetreuung dürfen alle Kinder wieder in die Kindergärten kommen und auch in die Kindertagespflege. Ich kann jetzt nur für die Kindertagespflege eben ganz konkret sprechen. Da ist es so, dass die Tagesmütter und Tagesväter wieder alle ihre Kinder seit Montag betreuen, die zur Betreuung kommen wollen. Und ich weiß, in den Kindergärten gibt es teilweise noch leichte Öffnungskonzepte, also so, wo man so Schritt für Schritt wieder in den Alltag geht. Also es ist eine ganz, ganz spannende Woche und ich glaube, die Eltern hat es sehr gefreut, dass sie so wieder starten können. Ja, und die Kinder waren wahrscheinlich dann auch wieder sehr froh, dass sie ihre bekannten Gesichter wieder gesehen haben, also Also von den Tageseltern. absolut. Ich höre ganz Unterschiedliches. Ich höre, dass die Kinder, die waren jetzt teilweise seit dem 15. Dezember nicht mehr bei ihrer Tagesmutter. Dass sie so kommen und loslegen, als wäre es sozusagen gestern gewesen, dass sie ihren letzten Betreuungstag hatten. Ich höre aber auch von Eltern und ihren Kindern, dass sie jetzt so langsam, behutsam wieder in den Betreuungsalltag starten. Weil es doch, ja, wenn man so sieht, das sind 2,5 Monate, wo jetzt, oder über zwei, ja, wo jetzt ja, der Familienalltag und der Betreuungsalltag ein anderer war und natürlich auch der Arbeitsalltag der Eltern. Ja, was ich ja so interessant finde, auch also als ich Ihre Broschüre auch gelesen habe, also die ist sehr informativ, dass es ja verschiedene Formen auch gibt. Also dass Tageseltern die Kinder bei sich zu Hause betreuen können, Kinderfrauen oder Kindermänner betreuen das im Haushalt der Eltern von dem Kind und es gibt die Tagespflege in anderen geeigneten Räumen. Und das fand ich sehr spannend, als da auch das Beispiel von Bernau geschildert wurde. Mit Händchen klein. Möchten Sie dazu was sagen? Ja, gerne. Wir brauchen eigentlich noch nicht mal groß nach Wernau zu gehen. Ja, Wir können hier gleich ein paar Straßenzüge weitergehen, weil im Heppecher haben wir auch die Apfelkörnchen zum Beispiel. Das ist auch eine Tagesbetreuung in anderen geeigneten Räumen. Was heißt das im Prinzip? Da schließen sich zwei Tagespflegepersonen zusammen und betreuen eben nicht in ihren eigenen Räumen zu Hause, sondern in angemieteten Räumen oder zur Verfügung gestellten Räumen. Das könnte ganz konkret auch hier in der Buchhandlung jetzt zum Beispiel sein. Wenn die Buchhandlung mal hier nicht mehr sein sollte, wären das auch sehr, sehr schöne Räumlichkeiten zentral gelegen. Und die Tagespflegepersonen offerieren hier eben ein Betreuungsangebot. Sie dürfen, wenn sie zu zweit sind, je nach pädagogischer Vorbildung, wenn ich sage pädagogischer Vorbildung, ist eine zum Beispiel eine Erzieherin in diesem Tandem, dann können sie parallel 9 Kinder betreuen und bis zu 12 Kinder im Platz-Sharing-Verfahren. Und Platz-Sharing-Verfahren bedeutet eben, wenn ein Kind nicht jeden Tag vollumfänglich kommt, dann gibt es sozusagen seinen Platz frei, seinen 9. Platz in der Betreuungsgruppe und da können 12 Kinder insgesamt betreut werden. Ah ja, also quasi, wenn ein Kind nicht 100% ausschöpft von dem Potenzial, was ihm zustehen würde, kann das jemand Genau, anders nutzen. Ah, ja. das ist auch sehr Ja. interessant, Die ja. Tagespflegepersonen schließen sich dann zusammen, sind weiterhin selbstständig, aber bilden eine GbR und machen dann dort ihr Betreuungsangebot.
Und typischerweise bei einem Tiger, wenn ich sage angemietete Räume oder zur Verfügung gestellte Räume, ist es so, dass sie dann eben durch die Kommune, wie jetzt Wernau bei Hänschenklein oder hier in Esslingen, die Stadt Esslingen, übernimmt dann in der Regel die Warmmiete für die Tagespflegepersonen und sie machen dann dort das Betreuungsangebot. Ja, ich habe dann auch in der Broschüre erfahren, dass 2019 Tagespflegepersonen anerkannt wurden als quasi selbstständige Kleinunternehmer, was ja auch eine Verbesserung gebracht hat. Also auch monetär ging es da um 1 € rauf auf 6,50 € Stundenlohn. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Sozialversicherung, dass man auch die Möglichkeit hat, jetzt über die gesetzliche Krankenkasse sich mit Krankentagegeld abzusichern und hat noch viele weitere Vorteile. Und es wird eben auch gewürdigt, dass es richtig was Selbstständiges ist, quasi wie Kleinselbstständige. Ja. Absolut. Also das Jahr 2019 war wirklich in dieser zweifachen Hinsicht eben die Erhöhung um 1 €. Es war so, dass wir wirklich 7 Jahre lang dafür gekämpft haben, für die Erhöhung um 1 €. Und dann hat sich die Politik zusammen mit dem KVJS, mit dem Städte- und Landkreistag eben dazu vereinbart, zum 01.01.2019 um 1 € zu erhöhen, von 5,50 € auf 6,50 €. Und gleichzeitig wurde vereinbart, alle 2 Jahre diese Vergütung zu überprüfen. Ah ja. Und das heißt, beschlossen wurde es im November 2018. Es wäre dran gewesen, im November 2020 diese Vergütung wieder zu überprüfen. Und Ja. überprüfen heißt ja wirklich mal anzuschauen, Ja. weil wie sind die Ausgaben, die die Tagespflegepersonen eben auch von den 6,50 € leisten. Und das ist das, was uns sehr enttäuscht hat, muss ich sagen, von der Politik. Und wir fordern es derzeit auch aktiv ein bei den Landtagskandidaten, dass sie sich das dann auf die Agenda allerspätestens nehmen. Nach der Landtagswahl, weil die Überprüfung längst überfällig ist. Ja klar, ich meine, alle Kosten gehen ja nach oben, Eben. also Energiekosten und so weiter. Auch Lebensmittel werden teurer. Man will ja die Kinder dann auch anständig versorgen mit hochwertigem Essen und so weiter. Genau. Und Klar. dann eben dieser andere Aspekt, den Sie ansprechen, die Anerkennung eben für das Krankentagegeld. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das ist ein Thema, für das wir eigentlich seit 2010, in dem es in Form des Ja. Tageselternvereins eben auch gibt, immer wieder, ich sage es mal ganz bewusst, kämpfen, nämlich dahingehend, dass die Tagespflegeperson eben auch ihre soziale Absicherung hat im Krankheitsfall. Ja. Es hat ja bisher eben bedeutet, dass sie sich nicht absichern kann gegen Krankentagegeld. Das heißt, wenn sie nicht betreut hat, hat sie auch keine Einnahmen. Wir konnten mit dem Landkreismodell, was wir 2014 auf den Weg gebracht haben, eben erreichen, dass die Kommunen in den sozusagen reingesprungen sind mit kommunale Leistung. Das war aber, wir haben ja 44 Kommunen im Landkreis Esslingen. Eine individuelle Entscheidung jeder Kommune, ob sie die Tagespflegeperson sozial absichert für den Krankheitsfall. Und da haben ganz viele Kommunen sich entschieden, eben für 6 Wochen die laufende Geldleistung im Krankheitsfall der Tagespflegeperson weiterzubezahlen und 5 Wochen Urlaub. Ah, okay. Und Ziel ist im Prinzip, dass dahinter steht, die Tätigkeit oder eben den Beruf der Ja. Tagesmutter und des Tagesvaters attraktiv zu machen, dass es eben ein durchweg gleichbleibendes Einkommen gibt. Ja, natürlich. Ja, weil eben der Landkreis diese 6,50 € nur dann bezahlt, wenn die Tagesmutter auch wirklich leistet, also wirklich nur per effektiv betreuter Betreuungsstunde. Ja, also ich finde es auch sehr wichtig, weil auch Tageseltern müssen sich ja auch mal erholen, dass sie quasi ihren Eben. Urlaub nehmen können, ohne jetzt zu sagen, oh, das wird jetzt dann aber knapp finanziell und dann habe ich hier Einkommensverlust. Auf jeden Fall. Und auch Krankentagegeld, natürlich, es kann jedem passieren, dass er sich mal den Fuß verknackst, den Fuß bricht, Arm und so weiter. Da will man natürlich abgesichert sein auch. Ja. Und es stehen ja so monetäre Unterstützungen noch aus, wo vielleicht auch gewisse Kommunen noch einen Beitrag dazu leisten könnten, zum Beispiel also für die zweite Hälfte dieser Versicherung und da noch Zuschuss geben oder vielleicht auch gänzlich übernehmen. Gibt es da so Erfahrungswerte?
Also zuallererst muss ich mal sagen, dass es uns eigentlich über die Jahre hinweg gelungen ist hier im Landkreis Esslingen, und da sind wir sehr stolz drauf, dass alle 44 Kommunen kommunale Förderbausteine übernehmen. Wir wünschen uns natürlich eine Mindestförderung, die wir zusammen auch im Landkreis entwickelt haben. Das heißt für uns die Übernahme der zweiten Hälfte Ja. Sozialversicherung. Das ist das Thema Urlaub und Krankheit, über was ich gerade gesprochen habe. Aber auch die Erstattung der Qualifizierungskosten. Das heißt, wenn eben sich jemand für die Tätigkeit als Tagesmutter oder Tagesvater interessiert, ist eine Qualifizierung zu durchlaufen. Und da ist in der Regel ein Eigenanteil von 160 € zu Aha. leisten. Und da wünschen wir uns eben, dass hier auch die Kommunen, die nämlich dann wissen, ich habe eine Betreuungsperson in meinem Ort, die mir auch Betreuungsplätze zur Verfügung stellt. Und da sehen wir vielleicht auch noch geschwind einen Nebensatz. Wenn wir von der Kindertagespflege sprechen, sprechen wir immer für Betreuungsangebot von 0 bis 14. Das wissen Ja. nämlich auch viele gar nicht. Ja? Das heißt, da, wenn ich die Betreuungskosten, also die Qualifizierungskosten übernehme, habe ich eine Tagespflegeperson am Ort, die mir auch in der Vielfalt der Kindertagesbetreuung hilft, Betreuungsplätze zur Verfügung stellt. Dann ist es eben auch so, dass die Tagespflegepersonen wie Erzieherinnen auch Erste Hilfe am Kind alle 2 Jahre Kurse besuchen, dass sie auch hier finanziell unterstützt werden. Und dann ist es so, dass eben auch jede Tagespflegeperson und alle über 15-jährigen im Haushalt lebenden Personen ein Führungszeugnis vorlegen müssen Ah ja. zur Erlangung einer Pflegeerlaubnis, weil eine Pflegeerlaubnis ist Voraussetzung nach dem Durchlaufen der Qualifizierung, dass überhaupt die Tätigkeit als Tagespflegeperson gestartet werden kann. Genau, und wo wir gerade beim Führungszeugnis sind, die Kosten könnten natürlich dann auch von den Kommunen übernommen werden, also für die Ausstellung des Genau. Führungszeugnisses. Und da Genau. gibt es ganz viele Kommunen, die sich wirklich, sage ich mal, an diese Mindestbausteine, Ja. die wir fordern, sozusagen seit Jahren schon wirklich Ja. auf dem Weg gemacht haben. Und es gibt aber Kommunen, die müssen wir noch überzeugen, dass sie die ganzen Mindestbausteine übernehmen. Und auf der anderen Seite gibt es auch Kommunen im Landkreis, die da absolut Vorreiter sind und weit über das hinausgehen. Ja. Und wenn ich hier zum Beispiel Leinfelden-Echterdingen beispielhaft nennen kann als Modell, Leinfelden-Echterdingen, das ist wirklich auch ein Begriff, das wird bundesweit als Modellprojekt Ah, das benannt, wusste also ich auch nicht. im Handbuch Kindertagespflege fällt der Name Modell-LE immer wieder. Hier ist es eben so, dass es weitaus mehr Förderung gibt. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, da Tagespflegepersonen sollen sich ja regelmäßig auch weiterbilden. Das Ja. heißt, es gibt ein Fortbildungsangebot der Stadt Leinfelden-Echterdingen, wo die Tagespflegepersonen daran teilnehmen können. Sie können das während ihrer Arbeitszeit machen. Das bedeutet, wenn sie also an diesem Tag nicht betreuen, weil sie ja die Fortbildung besuchen und somit auch keine laufende Geldleistung bekommen, tritt die Stadt Leinfelden-Echterdingen dafür ein. Ah, Das okay. sind diese kommunalen Zusatzleistungen, aber auch ganz konkret im letzten Jahr, wo dann die Tagespflegepersonen eben auch wieder betreut haben nach dem Betreuungsverbot oder auch schon in der Notbetreuung, entstehen ja unwahrscheinlich hohe Ausgaben für die Desinfektionsmittel. Ja, das stimmt, ja. Handflächendesinfektion, Masken, Handschuhe, all diese Dinge. Auch hier hat sich die Stadt Leinfelden-Echterdingen wirklich in einem ganz, sage ich mal, großartigen Schritt entschieden, den Tagespflegepersonen da Pauschalen zu geben dafür, damit sie sich das selber beschaffen können. Und wenn wir mal so zurückdenken, fast ein Jahr jetzt am Anfang, was da auch Handschuhe, Masken und so weiter gekostet haben, war das ja schon ein ganz schön finanzieller Aufwand, den die Tagespflegepersonen da aus eigener Kasse stemmen Ja, mussten. also auf jeden Fall. Und ich habe mich dann auch gefreut, als ich gelesen habe, es gibt natürlich auch die nicht monetäre Unterstützung oder Anerkennung, zum Beispiel, dass durch Bürgermeister oder Oberbürgermeister Tageseltern eingeladen werden, zum Beispiel zu einem Arbeitsfrühstück oder zu einem Kaffeenachmittag oder zu einem Adventtag, um da sich zu besprechen und auszutauschen und einfach auch eine Wertschätzung zu erleben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Doch, und ich muss wirklich sagen, da werden die Kommunen und Städte wirklich richtig kreativ. Ja. Also gab es schon Theatereinladungen und dergleichen. Es gibt ja manchmal Freilichtbühnen in einzelnen Kommunen. Also wirklich gute Dinge. Ist natürlich etwas, das kam letztes Jahr wirklich zu kurz, Ja, wenn wir uns natürlich. wieder persönlich begegnen können. Ich denke aber auch schon allein die Möglichkeit, es gibt ja in vielen
Gemeinden, so diese Mitteilungsblätter oder dergleichen. Und wenn man da auch mal die Kindertagespflege vorne aufs Deckblatt nimmt, Ja. die Betreuungsform vorstellt, den Tagespflegepersonen am Ort auch mal ein Gesicht gibt. Also Ja. das sind unsere Betreuungspersonen und so weiter. All das führt wirklich zur Wertschätzung bei. Genau, oder dann auch im mittleren Teil dann so eine Vorstellung von einzelnen Genau. Tagespflegepersonen mit kurzem Text und so weiter. Sagt vielleicht der eine oder andere, ach, die kenne ich doch und das wäre doch super, wenn die auch mein Kind betreut. Und was jetzt Ostfildern macht, das ist ja auch auf die Initiative zurückzuführen, dass es jetzt eine Platzpauschale gibt Genau, von 50 Euro genau, pro genau. Monat. Ja, da sind Sie auch, das muss ich sagen, so ein bisschen dem, da wenn ich es nochmal erwähnen darf, dem Modell Leinfelden-Echterdingen gefolgt. Ja. Die haben das schon seit längerem eingeführt. Und zwar mit dieser Platzpauschale soll einfach die Möglichkeit gegeben werden, im Spiel- und Bastelmaterial zu finanzieren, aber auch Ausflüge, genauso wie auch mal Renovierungsarbeiten, die anstehen. Also sprich wirklich diese pädagogische Arbeit zu unterstützen. Ja. Genau. Und was mir dann auch noch einfällt, also wenn man das richtig so publik macht, es gibt vielleicht viele Eltern, die aus dem Ausland zugezogen sind. Die kennen solche Angebote gar nicht aus ihrer Heimat. Und denen muss man das auch näher bringen, weil Tageselternpflege ist auch eine gute Alternative, zum Beispiel gerade wenn zu Hause nicht Deutsch geredet wird und man spricht sich mit der Tagesmutter oder Tagesvater ab, dass das Kind da einen Nachholbedarf hat, dann kann man da spezifischer drauf eingehen. Dieses Kind würde wahrscheinlich eher in einer großen Gruppe untergehen, ist meine Meinung. Kann ich wirklich bestätigen? Ja. Also, das sind die Erfahrungen, die wir auch machen, dass eben der Spracherwerb in der Kindertagespflege, wir haben da kleine, überschaubare Ja. Gruppen. Wir haben vorher gesprochen über die Tagesbetreuung in anderen geeigneten Räumen, über Hänschenklein Ja, zum ja. Beispiel oder Apfelkörnchen, wo ich gesagt habe, da betreuen zwei Tagespflegepersonen neun Ja. Tageskinder. Und eine selbstständige Tagespflegeperson kann zu Hause bei sich maximal fünf Kinder gleichzeitig betreuen. Und das heißt, das ist einfach eine überschaubare Gruppe und da kann natürlich auch nochmal ganz individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden. Ich denke da so ein bisschen an meine Tochter, die auch bei der Tagesmutter war. Das war so mein Berührungspunkt, wie ich überhaupt mit der Kindertagespflege Okay. in Kontakt kam. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wieder in meinen Beruf einsteigen wollte, habe ich mich eben auch der Frage gestellt, was mache ich? Ich wollte nicht Vollzeit arbeiten, sondern nur Teilzeit arbeiten. Und wollte aber doch auch meiner Tochter so die, sag ich mal, wir nennen das immer so ein bisschen alltagspädagogische Umgebung geben. Also sprich, wie es bei uns zu Hause ist, dass sie auch in so einem Betreuungssetting ist. Und da kam sie dann eben auch zur Tagesmutter und sie war immer eine, da haben immer alle so ein bisschen geschmunzelt, die musste um 11:30 Uhr schon den Mittagsschlaf machen, weil sonst hat die Ah. den Tag einfach nicht geschafft. Ja. Und das ist natürlich etwas, da kann eine Tagesmutter drauf eingehen. Die kann wirklich dann auch auf so ein individuelles Bedürfnis mit eingehen und sagen, okay, dieses Kind muss eben schon um 11:30 Uhr den Mittagsschlaf machen und nicht, wenn wir um 12:30 Uhr oder 13 Uhr uns alle gemeinsam mit den Kindern zum Schlafen begeben. Und das ist wirklich diese Individualität, sei es eben vom Spracherwerb, von der individuellen Förderung. Wir haben Tagesmütter, die machen noch spezielle musikpädagogische Angebote. Ja, also da gibt es ganz tolle Geschichten. Ja, oder im Vorgespräch hatten wir auch gesprochen über einen Tagespflegevater, der mit den Jungs dann zusammen Pfeil und Bogen übt im Garten. Ich Genau. meine, wo gibt's das Wo gibt es sonst das? das? Genau. Also, Ja. wir haben ein bisschen über die Tagesfelder. Wir haben, Ja. dass man so eine Vorstellung hat. Ja. Wir haben ein bisschen mehr wie 400 Tagespflegepersonen, die aktuell ein Ja. Betreuungsangebot haben. Wir haben weitaus mehr qualifizierte Tagespflegepersonen, die im Augenblick nicht betreuen. Da gibt es verschiedene Gründe auch dafür. Aber sage ich mal, über 400 Tagespflegepersonen betreuen aktiv. Davon haben wir 9 Tagesväter. Und unsere Tagesväter, auf die bin ich, wie auf jede andere Ja. Tagespflegeperson, aber auf die Tagespflegeväter bin ich doch noch mal ganz besonders stolz. Die haben alle so ein eigenes Profil. Und da gibt es also einen, von dem Sie auch gerade sprechen, der betreut Schulkinder als ergänzend, also sprich im Ja. Nachmittagsbereich. Und zu dem seinem pädagogischen Konzept gehört eben Pfeil und Bogenschießen. Jetzt könnte man natürlich sagen, boah, das ist doch gefährlich oder sowas. Nee, im Gegenteil. Also der leitet es richtig gut mit den Kindern an.
Und wenn man sich da mal überlegt, wirklich beim Pfeil- und Bogenschießen, diese Ruhe, diese Konzentration auf den Punkt genau, das sind ganz, ganz wertvolle Dinge, die man Kindern mitgeben kann. Wir haben einen anderen Tagesvater, der eigentlich Balletttänzer ist. Ah. Und der dann eben, wenn er tanzt abends, er kann das mit seinen Proben gut vereinbaren und der natürlich dann in seinen Betreuungsalltag wiederum genau diese tänzerischen Elemente integriert. Ja, also ich finde, das ist echt eine sehr große Vielfalt und das erstaunt einen auch. Und ich denke, die Vielfalt, die ist vor allem auch gegeben, weil die Kinder auch mal nachts betreut werden können nach Absprache oder am Wochenende oder sogar in Ferienzeiten. Ja, also gerade das Thema Ferienbetreuung ist die Kindertagespflege auch immer wieder sehr gefragt, wenn eben die Eltern auch feststellen, sie können gar nicht diese 11 Schulwochen zum Beispiel selber dann Urlaub nehmen. Da kann eben dann auch ein Kind mal wirklich 3-4 Wochen kontinuierlich am Stück zur Tagesmutter kommen in den Ferien. Also das ist wirklich, und es sind oft auch Kinder, die schon von klein auf zur Tagesmutter gegangen sind und später dann in dem Wechsel zum Kindergarten immer noch ergänzend betreut werden, in den Ferien etwas länger und das sich dann teilweise eben bis zum 14. Lebensjahr hinaus als sehr tragfähige Beziehungen halten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ja. Ich habe schon von Tagesmüttern gehört, die mir erzählt haben, dass sie zur Hochzeit ihres Tageskindes eingeladen worden sind. Ach, das ist absolut der Hammer. Ja. Ja. Und ich habe so ein bisschen erzählt von meiner Tochter, die ist jetzt 20 und die hat auch immer noch Kontakt zu ihrer Tagesmutter. Da sieht man doch mal, dass das tragfähige Beziehungen sind. Ja, was kann man zum Beispiel Eltern sagen, die sich Sorgen machen und denken, oh, wenn jetzt meine Tagesmutter oder mein Tagesvater krank wird, was mache ich denn dann? Bin ich dann völlig aufgeschmissen oder gibt es da irgendwie eine Hilfe? Oder? Also man muss sich das ja im Prinzip so vorstellen. Die Eltern kommen zu uns in die Beratung. Wir sind also an 8 Beratungsstandorten im Landkreis Esslingen und informieren sich über die Kindertagespflege. Und im Rahmen dieses Beratungsgesprächs fragen wir natürlich auch ab, wenn die Tagesmutter unerwartet krank werden sollte, ausfallen sollte, aus welchen Gründen auch immer, brauchen Sie dann ein Ersatzbetreuungsangebot oder bekommen Sie es selber in der Familie oder wie auch immer, haben Sie Ersatzbetreuungsangebote? Und da gibt es natürlich viele Familien, die dann sagen, dann springt die Oma ein oder wir können das dann in der Familie auch mal kurzfristig regeln. Dann ist es für uns in der Vermittlung, stellt sich es anders dar, wie wenn die Eltern sagen, ich brauche auf jeden Fall eine Vertretungstagesmutter. Es ist nämlich so, dass wir viele Tagesmütter haben, die miteinander kooperieren in einer Art Vertretungsnetzwerk. Und dann schauen wir natürlich, dass die Vermittlung in zu einer Tagesmutter funktioniert, die ein Vertretungsnetzwerk hat. Ah ja. Genau, und dann kann man sich das also so vorstellen, so gibt es eben diese Vertretungsnetzwerke, die regelmäßig miteinander sich auf dem Spielplatz treffen, die miteinander spazieren gehen und dergleichen. Und von dem her natürlich schon diesen Kontakt- und Beziehungsaufbau von allen Tagesmüttern in diesem Vertretungsnetzwerk zu den anderen Kindern auch erfolgen kann, dass wenn es zum Vertretungsfall kommt, ja, dass es dann auch wirklich funktioniert. Weil wie ist es denn? Man steht morgens auf und sagt, ich kann heute gar nicht arbeiten. Ja. Ja, und dann muss es ja wirklich von jetzt auf nachher mit der Vertretung funktionieren. Genau, und man muss ja dann als Elternteil oder als Eltern insgesamt auch ein gutes Gefühl haben und sagen, ja, ich kann mein Kind jetzt dort zur Betreuung hingeben und es hat jetzt nicht den Stress, dass es irgendwie völlig fremden Menschen gegenübersteht. Genau. 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 Und wenn die sich dann auch gegenseitig besuchen am Spielplatz und so weiter, also da geht es wirklich völlig nahtlos. Das ist das Schöne. Allerdings ist es wirklich, wenn wir mal so ein bisschen von der Achillessehne sprechen, dann würde ich sagen, ja, das ist die Achillessehne der Kindertagespflege, dass wenn kein Vertretungsnetzwerk da ist, dass dann nicht automatisch eine Vertretung angeboten werden kann. Ja. Wir haben da so bestimmte Ideen, wo wir, sage ich mal, hoffen, dass wir irgendwann auch im Landkreis hier eine Kommune mal dafür gewinnen können. Und zwar könnten wir uns gut vorstellen, einen sogenannten Vertretungsstützpunkt zu machen. Mhm. Das heißt, an irgendeinem zentralen Ort, das ist die Idee, die uns da so trägt, in der Kommune, ist
eine Tagespflegeperson zentral immer zu erreichen mit einem offenen Betreuungsangebot. Das heißt, die Tagesmutter, die eben per se kein Vertretungsnetzwerk hat, geht immer mal mit ihren Kindern dorthin, dass sie die Person kennenlernt. Und wenn dann der Tag X der Krankheit käme oder des Nicht-Betreuens-Könnens, dann wüssten die Eltern, ich kann heute Morgen zu dem Vertretungsstützpunkt hingehen. Da ist die Tagesmutter, die mal das Kind auch kennt, und da wird es betreut. Also, das finde ich eine sehr gute Idee. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kommune davon auch selber profitiert, weil das ist natürlich dann auch für die Eltern ein Magnet, wenn man sich überlegt, möchte ich mal in die Stadt ziehen oder in die Stadt ziehen. Wenn die wissen, ich möchte mein Kind eben bei Tageseltern versorgt wissen, dass diese zentrale Stelle da ist. Und das kann manchmal dann den Ausschlag geben. Absolut. Und es ist auch in unserer Beratung, wenn, also es gibt diese Situation, dass die Eltern auch wirklich sagen, ich brauche eine 100% verlässliche Beratung. Und wenn wir dann keinen freien Platz bei einer Tagesmutter haben, die genau das erfüllen kann, weil sie über ein Vertretungsnetzwerk verfügt, dann kann es auch sein, dass die Eltern sich eben für die Kita entscheiden. Ja. Und das ist aber dann eben die bewusst getroffene Entscheidung, weil jeder hat ja auch in der Betreuung so gewisse Vorstellungen, was er gern vom pädagogischen Ansatz her, von der Ernährung und so weiter erfüllt haben möchte. Und dann ist das eben auch genauso eine Anforderung, die erfüllt sein muss. Und wenn wir die nicht befriedigen können, dann fällt auch schon mal die Entscheidung gegen die Kindertagespflege. Ja, also das wäre ein wichtiger Stützpunkt. Und dass das vorwärts geht und dass es mehr Gewicht bekommt und dass es einfach abgesichert ist, ja. Und ich habe dann auch gelesen, Sie haben ja einen sehr großen Anteil auch an Kindern unter 3 Jahren, also von 0 bis 3 Jahre. Und das ist natürlich dann auch sehr intensiv, die Arbeit mit. Genau, also man muss sich ja wirklich mal vorstellen, wenn eine Tagesmutter 5 Kinder gleichzeitig hat, Ja. zum Beispiel die alle unter 3 Jahre sind, das ist schon eine große Herausforderung. Also, Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ja. da ist dann so, ja, der Entdeckungsdrang da und dann fangen die an zu Ja, reden, zu sprechen und so weiter, zu ja. laufen Ja. teilweise, ja. Also es ist ja so, kann man so sagen, im ersten Lebensjahr ist die Kindertagespflege einzigartig, weil es eigentlich kaum eine Alternative zur Kindertagespflege gibt, wenn das Kind außer Haus betreut werden soll. Also wenn die Eltern zum Beispiel früher im Beruf zurückkehren möchten, es haben viele junge Mütter, die dann auch noch die Ausbildung fortsetzen möchten, im Studium sind und dergleichen, die möchten einfach schnell wieder zurückkehren. Und dann ist die Kindertagespflege, so hat da ihr Alleinstellungsmerkmal, weil die meisten Kitas ja erst ab dem ersten Lebensjahr aufnehmen. Ja. Und zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr haben die Eltern ein sogenanntes Wunsch- und Wahlrecht. Und da stellen wir fest, das ist noch gar nicht so publik, ja, so bekannt. Das heißt, da ist die Kindertagespflege mit der Kindertageseinrichtung gleichwertig, hat den Ja. gleichen Bildungs- und Betreuungsauftrag. Und da dürfen die Eltern frei wählen, wo sie ihr Kind betreuen lassen. Und hier sind wir auch sehr stark gefragt in diesem ein- bis dreijährigen Bereich, was einfach auch daran liegt, dass die Kindertagespflege eben sehr individuell leisten kann. Ich habe so erzählt, meine Tochter war Ja. bei der Tagesmutter. Ich wollte nur 2 Tage in der Woche arbeiten. Und dieses Betreuungsangebot konnte ich in der Tagespflege bekommen. In der Kita ist es oft so, dass ich eine ganze Woche durchbuchen muss Ja. und auch erwartet wird, dass mein Kind diese 5 Tage in der Woche kommt. Ja, das stimmt, ja, weil man sonst sagt, irgendwie Gruppenprozess ist gestört oder nimmt das Kind irgendwie eine Sonderrolle ein, ja. Genau, und in der Kindertagespflege sind eben diese individuellen Betreuungszeiten möglich. Und das ist auch, wir haben so ein bisschen mal in der Statistik geguckt, Kinder zwischen ersten und dritten Lebensjahr werden im Durchschnitt 19,5 Stunden betreut. Und es zeigt ja schon, dass das einfach in der Regel gar keine, es gibt viele Vollzeitbetreuungen auch für die unter Dreijährigen, aber im Durchschnitt eben gar nicht der Wunsch ist, da ein Kind schon vollumfänglich zu betreuen. Ja, verstehe, ja. Und das macht wirklich die Tagespflege eben sehr attraktiv, bis hin zu der Flexibilität, die Sie schon angesprochen haben. In der Pflege zum Beispiel Wechselschichten. Das wollte ich gerade Also sagen. da haben wir natürlich, wir haben viele Kinder, die kommen die eine Woche in der Frühschicht und die nächste Woche
in der Spätschicht und wenn es sein muss, auch am Wochenende, in der Wochenendschicht oder auch in der Übernachtschicht. Ja, das würde ja sonst überhaupt nicht gehen. Genau. Also das muss man sich auch mal klar machen. Und wir hatten jetzt erst am Wochenende auch wieder ein Gespräch mit einer Tagesmutter, die hat halt zum Beispiel auch gesagt, ja, wenn dann die Mutter mit dem zweiten Kind schwanger ist und in der Nacht geht es ins Krankenhaus zur Entbindung, dann wird halt das Tageskind einfach zur Tagesmutter gebracht, ja, weil keine Oma da ist. Also da sind Tagesmütter wirklich sehr, sehr flexibel. Ja, wir leben ja heute nicht mehr so in der Großfamilie, wo man dann sagen kann, okay, da springt schon die Oma ein oder Opa oder Tante oder Genau. Onkel. Und das ist dann schon so eher familiär, denke ich, einfach das Verhältnis, dass man sich da irgendwie näher ist. Und Und das ist auch das, was ich immer finde, das muss man sich einfach auch mal klar machen, was die Tagespflegepersonen da leisten. ja. Die öffnen ihr Haus nicht nur für die Tageskinder, sondern sie öffnen ja ihr Haus auch für die Eltern der Tageskinder. Ja, sie sind im Gespräch, die sind mit teilweise 5, 8 Familien im Gespräch, ja. Da werden Entwicklungsgespräche gemacht über das Kind. Da bekommt man natürlich auch ganz viel mit über Themen, die zu Hause sind, die dann den Betreuungsalltag wieder beeinflussen und dergleichen. Und da sind die Tagespflegepersonen oft auch über die Expertise, die sie ja haben, wirklich auch die pädagogischen Begleiter der Familien. Ja, da kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, wenn ein Kind bislang Einzelkind war und da kommt ein Geschwisterkind noch dazu, dann gibt es vielleicht ein bisschen Eifersucht, ein bisschen Rivalität und das merkt die Tagespflegeperson, denke ich, dass das Kind da ein bisschen anders drauf ist. Und da kann man sich so rückkoppeln auch mit den Eltern, was man da so dagegen machen kann. Genau, Ja. also sie sind wirklich da ganz arg stark, muss ich wirklich sagen. Die Expertise, die sie sich natürlich oft durch ihre eigene Kindererziehung und dann über die Ausbildung zur Tagesmutter und über den Betreuungsalltag Ja. erwerben. Und die Tagesmütter sind ja auch, Tagesväter sind ja auch verpflichtet, sich pro Jahr mit mindestens 15 Unterrichtseinheiten weiterzubilden, um dass sie ihre Pflegeerlaubnis weiter behalten. Also sprich, da ist wirklich eine hohe pädagogische Arbeit, die da Ja, geleistet und wird. Professionalität, also immer auf dem neuesten Stand bleiben, nicht irgendwie hinterherhinken, auch neue Trends oder neue Sicherheitsmaßnahmen, also gerade wie jetzt mit Corona und so weiter. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Zeiten bald vorbei sind und dass die Kinder ja auch wieder zum Beispiel in den Pferd, in den Tierpark gehen können. Also ich denke, da leiden beide. Also ich habe es ja auch gelesen, die Tiere vermissen dann oft auch die Menschen Absolut. und Kinder Ja. und Erwachsene vermissen die Tiere. Und da gibt es ja auch viele Vorteile, wenn man also im Verein Mitglied ist, dass man dann auch beim Eintritt Nachlässe kriegen kann in der Wilhelma, dass man eine kostenlose Haftpflichtversicherung hat und verschiedene Vergünstigungen, denke ich, auch bei Herstellern, die Artikel anbieten für Kinder, also was heißt Bekleidung oder Spielzeug oder Möbel. Genau. So. Also es ist uns einfach auch wichtig, dass wir da ein guter Partner sind für die Tageseltern und die Eltern, also sprich für unsere Mitglieder. Und gerade bei der Nymphäa ist es eben so, dass unsere Mitglieder einmal im Jahr mit ihrem Mitgliedsausweis das ist, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, immer der zweite Dienstag oder Mittwoch im Juli, Ja. wo eben dann kostenloser Eintritt in Nymphäa ist. Da sind wir dann auch vor Ort vom Tageselternverein mit unserem Angebot immer vertreten. Und es musste natürlich letztes Jahr Corona-bedingt auch ausfallen. Ja, leider. Ja. Leider, genau. Und da Ja. hoffen wir, dass wir vielleicht im Juli da schon wieder andere Zeiten dieses Jahr haben. Aber auch sonst natürlich, wie Sie es schon angesprochen haben, sei es in der Wilhelma und oder auch Einkaufsrabatte. Also Ja. das ist schon auch etwas, wo wir versuchen, unseren Mitgliedern ein interessanter Partner zu sein, Ja. Fachveranstaltungen auch anbieten und so, ja. Und insgesamt sehe ich auch, dass sie sehr basisdemokratisch organisiert sind, dass es da auch ein neues Konzept gab. Also Regionalleiter, Leiterinnen sind weggefallen und es kommen die Entscheidungen jetzt richtig, also von der Basis her. Genau, dazu vielleicht 2, 3 Takte noch. Ja. Weshalb haben wir diesen, wie man so schön sagt, Transformationsprozess sozusagen durchlaufen? Wir sind ja 2010 als Tageselternverein Kreis Esslingen aus 4 eigenständigen Vereinen entstanden. Also, das heißt, es gab eben einen Tageselternverein in Nürtingen, in Kirchheim,
in Esslingen und auf den Fildern oben. Das waren vier eigenständige Vereine und wir haben uns dann entschlossen, einen gemeinsamen Verein zu werden. Das ist natürlich schon auch etwas, ich nenne es jetzt einfach mal, ich nenne das Kind beim Namen, wenn vier Regionalfürsten ihr Fürstentum aufgeben, um in ein, sage ich mal, Königreich zu ziehen, dann sind es einfach noch viele regionale Interessen. Und das war damals so ein ganz bewusster Zwischenschritt, dass wir gesagt haben, wir behalten die Regionalabteilungen, es gibt Regionalleiter, die wählen dann auch Delegierte und dann haben wir eine Delegiertenversammlung, die den Vorstand wählt. Und die Zeit, das ist ja das Schöne, man wächst zusammen. Es entsteht eben nicht mehr meins und deins, sondern unsers und wir sind ein Verein im Landkreis Esslingen, hat dann dazu geführt, dass wir eben diese Regionalstruktur im Jahr 2019 aufgegeben haben, dass wir auch keine Delegierten mehr haben, keine Regionalleiter, sondern wir haben eine Mitgliederversammlung und die Mitgliederversammlung wählt den neuen Vorstand. Ja, also das gefällt mir sehr gut. Jetzt muss ich natürlich sagen, die erste Mitgliederversammlung nach dieser neuen Struktur sollte im Jahr 2020 stattfinden. Was ist passiert? Nichts, weil wir nicht tagen konnten. Ja, natürlich. Das ist in anderen Vereinen auch nicht so. Genau. Zum Beispiel beim NABU in Ostfildern ist genauso. Ja. Wir müssen auch das nachholen. Absolut. Das ist einfach so. Ganz klar. Und da denke ich, da sind wir wirklich auf einem ganz tollen Weg, wie wir uns da weiterentwickeln und auch wir haben jetzt mit diesem neuen Konzept eben einen BGB-Vorstand und einen erweiterten Vorstand. Hier sehen wir auch ganz arg stark im erweiterten Vorstand einfach auch Fachexpertise, die uns beraten kann. Dann haben wir Beiräte mit installiert in der, ich nenne es mal Führungsstruktur vom Tageselternverein und dass wirklich auch direkte Demokratie erlebbar wird. Genau. Und dann habe ich ja auch gesehen, dass Sie auch ein attraktiver Arbeitgeber sind, weil viele arbeiten in Teilzeitarbeitsverhältnissen und teilen sich zum Beispiel auch eine Stelle. Das ist natürlich auch sehr attraktiv. Ja. Also das ist, zuallererst muss ich sagen, dass wir eine reine Frauentruppe sind. Wir sind also aktuell 35 Mitarbeiter und sind alles Mitarbeiterinnen und bei uns gibt es, glaube ich, kein Teilzeitmodell, das es nicht gibt. Okay. Es gibt nur eine ganz verbindliche Vorgabe, die heißt, es muss donnerstagmorgens gearbeitet werden. Ach, okay. Und das ist dem geschuldet, dass wir den Donnerstagmorgen als unseren Besprechungstag schon immer seit 2010 festgelegt haben. Mhm. Wo wir einfach interne Abstimmungen, seien es Teambesprechungen, seien es große Mitarbeiterbesprechungen. Dann haben wir sogenannte Qualitätszirkel, wo wir eben interne Beratungsstandards, Arbeitsstandards, Arbeitsabläufe festlegen. Das ist immer ein, das haben wir ganz bewusst gesagt, solche Arbeitssitzungen machen wir donnerstags. Und ansonsten ist eben dann je nach Anstellungsmodell, werden dann die Arbeitszeiten drumherum gebastelt. Ja, und von der Arbeitsstruktur her ist es so, dass wir Teilzeitanstellungen ab 50 haben, ab 50% und die eben dann bis zu 100% gehen. Also es ist eine große, wirklich eine große, breit gelebte Vielfalt. Und das Schöne ist, auch mal zurückblickend aufs letzte Jahr, wir waren schon, bevor Corona kam, was das Thema alternierende Telearbeit betrifft, sehr gut aufgestellt. Das heißt, wir konnten schon davor eben und hatten auch schon eine alternierende Telearbeitsrahmenvereinbarung mit den Mitarbeitern, die das wollten. Die konnten vorher schon zu Hause arbeiten oder an anderen Arbeitsorten. Und so war es für uns natürlich wirklich leicht, als die erste Corona-Welle kam, mit unserem Beratungsangebot auch an, wenn Sie so wollen, 35 unterschiedlichen Arbeitsorten im Landkreis trotzdem erreichbar zu sein und ja, die gleiche Standard zu erreichen. Das war natürlich ein Wahnsinnsvorteil in der Situation. Das war ein sehr, sehr großer Vorteil in der Situation, genau. Und trotzdem ist es uns auch immer wichtig, dass wir natürlich vor Ort erreichbar sind. Wir hatten vorübergehend eben unsere persönlichen Sprechzeiten dann im ersten Lockdown eingeschränkt, nur nach vorheriger Anmeldung. So ist es auch jetzt im Augenblick. Also
Und wir kehren auch jetzt wieder, nachdem die Tagespflegepersonen ja seit Montag im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen sind, kehren auch unsere Fachberaterinnen wieder viel mehr in die persönliche Erreichbarkeit zurück. Und ein großer Auftrag, der bei uns ja auch ist, wir überprüfen ja regelmäßig die Geeignetheit der Tagespflegepersonen. Aha, okay. Also mal, ich habe ja vorher gesagt, die machen eine Qualifizierung. Ja. Und dann bekommen Sie, wenn bestimmte Voraussetzungen neben der Qualifizierung erreicht sind, eine Pflegeerlaubnis. Und diese Pflegeerlaubnis und die damit verbundenen Standards werden eben neben Gesprächen, Weiterbildungen auch jährlich durch mindestens einmal einen Hausbesuch unserer Fachberaterin überprüft. Ah ja. Genau, und auch jetzt starten wir diese Woche wieder mit Hausbesuchen, die wir jetzt natürlich auch vorübergehend seit Mitte Dezember ausgesetzt hatten. Also das gibt schon den interessierten Eltern absolute Sicherheit. Also dass wirklich alles auch organisiert ist, professionell, dass auf alles geschaut wird. Also nicht nur die fachliche Eignung, sondern eben auch die persönliche Eignung und dass diese natürlich auch erhalten bleibt und nicht irgendwie was schiefläuft und keiner kriegt es mit. Absolut. Und wenn ich sage Hausbesuchen, da geht es uns, ich nenne es dann mal um die häusliche Eignung, also Ja. auch um die räumliche Eignung. Es sind einfach ja bestimmte Standards sicherzustellen, wenn Kleinkinder zu betreut werden. Denken wir mal an Steckdosenschutz, Ja, oder Kantenschutz. wenn irgendwelche Treppen da sind, Genau. dass dementsprechend ein Geländer da ist, also so Stolperfallen oder von der Treppe runterstürzen, dass die Sanitärräume auch gut erreichbar sind für die Genau. Kleinen. Solche Sachen, denke ich, sind Genau, da ganz wichtig. dass der Garten auch sicher ist. Da gibt es ja, Ja. also denken wir mal an einen Pool oder einen Teich oder solche Dinge. All diese Dinge liegt wirklich im Beratungsauftrag unserer Fachberaterinnen, diese eben regelmäßig zu überprüfen und auch bei Veränderungen zu überprüfen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also auch wenn man sagt, man ist mit den Kindern gerne im Garten, dass da ein geeigneter Zaun auch ist, weil wenn die dann mal spielen und der Ball rollt auf die Straße, nicht, dass sie dann so instinktiv den Ball gleich Genau. hinterherlaufen, sondern dass der Zaun das davor noch mal richtig absichert. Ja, also halte ich auch für sehr wichtig. Und was mir absolut gut gefällt auch, dass diese Erste-Hilfe-Kurse geleistet werden, also Notfallhilfe am Kind. Also die Ja. müssen geleistet Ja, werden. Ja. finde ich absolut gut. Ja. Und dann habe ich auch gelesen, dass es ab und zu auch eine Klausurtagung gibt. Das war irgendwie mal an der Schwäbischen Alb, glaube ich, ja. Ich spreche ja immer davon, dass sich unsere Tagespflegepersonen sozusagen weiterentwickeln, pädagogisch weiterentwickeln. Ja. Und so gehört es natürlich auch dazu, dass wir als Tageselternverein uns inhaltlich weiterentwickeln. Und da nehmen wir uns alle 2 Jahre für 2 Tage aus unserem Beratungsalltag raus. Und da waren wir im Jahr 2019 ja, an dem Fuße der Schwäbischen Alb und haben dort uns 2 Tage auch bewusst mit dem Thema agiles Arbeiten beschäftigt, als eine Form, wie wir sie bei uns umsetzen können. Und nutzen natürlich auch die Zeit, uns um einfach auch fachlich und inhaltlich weiterzuentwickeln. Ja, Also klar. Also auch. das Rad steht nicht still, es geht immer weiter. Ja, Ja, also das ist uns natürlich auch ganz wichtig und auch die pädagogische Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen im Tageselternverein, weil sie sind ja wirklich ich hatte vorher so erzählt, dass die Tagespflegepersonen oft den Eltern die pädagogischen Ratgeber sind. So sind eben unsere Fachberaterinnen die Begleiter der Tagespflegepersonen. Das heißt eben auch die pädagogische Bekleidung der Tagespflegepersonen macht eine Fachberatung. Muss ich das ja vorstellen, nach der Qualifizierung, zum Ende der Qualifizierung, erstellt der Tagespflegeperson ihr eigenes Konzept, ihr Betreuungskonzept. Ja. Und das dann auch in den Betreuungsalltag umzusetzen, ist ja auch etwas, wo sie betreut wird und begleitet wird, die Tagespflegeperson. Und das ist das, was unsere Fachberaterinnen neben der Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen eben in ihrem Beratungs- und Betreuungsalltag genauso mitleisten. Das ist also schon auch ganz intensive Beziehungsarbeit zwischen unseren Fachberaterinnen und den Tagespflegepersonen. Und da ist Ja. es mir auch immer wichtig, dass die natürlich dementsprechend mit ihren pädagogischen Kenntnissen auch auf dem neuesten Stand sind, damit sie das dann auch wieder in den Betreuungsalltag der Tagespflegepersonen mit einbringen können.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht gibt es dann auch mal ein Problem, dass vielleicht ein Kind in der Gruppe ist, das immer quasi, ja, die Hauptaufmerksamkeit haben möchte und dass man sich dann mal rückschließt, was können wir denn machen, dass die anderen sich nicht benachteiligt fühlen, sondern dass die alle so gleichberechtigt da sind. Ja, Auf jeden ja. Fall. Und dann natürlich begleiten wir auch die Tagespflegeverhältnisse in Krisensituationen. Ich möchte das auch gar nicht schönreden. Natürlich kann es mal in einem Tagesbetreuungsverhältnis auch mal eine Krise, eine Konfliktsituation geben. Und dann stehen wir eben auch moderierend zur Seite, wenn die Eltern und die Tagespflegepersonen am Tisch sitzen und über ein Thema sprechen. Das kann ja ganz vielfältig sein. Das kann auch mal finanzieller Art sein. Das kann aber auch mal pädagogischer Art sein. Das kann sein, dass man sich gegenseitig nicht an Absprachen hält, wie Abholzeiten zum Ah, Beispiel. okay. Ja, auch sowas kann vorkommen. Und da sitzen wir dann als Moderator mit am Tisch. Das ist immer gut, also wenn noch jemand von außen drauf guckt und sich dazusetzt, damit Konflikte möglichst am Anfang gelöst werden. Und manchmal sind es einfach auch Missverständnisse, die dann geklärt werden können. Genau. Ja. Das ist doch sehr, sehr schön, doch. Gefällt mir gut. Und uns ist es eben wichtig, ich habe ja vorher so ein bisschen von 8 Beratungsstandorten gesprochen, Ja. dass es eben so die kurzen Wege sind. Wir sind regional verankert. Wir haben Beratungsbüros in Kirchheim, in Nuttingen, in Esslingen, in Ostfildern, in Filderstadt, in Leinfelden-Echterdingen, Neuhausen und auch in Oberenzingen. Ein kleineres Beratungsbüro, das eben stundenweise auch je nach Bedarf geöffnet ist und dass eben dann auch die Eltern und die Tagespflegepersonen einfach kurze Wege haben. Ja, das glaube ich ist sehr wichtig, dass man sich da nochmal auf wirklich kurzem Wege rückschließen kann, dass sich nochmal absichern kann und so weiter. Vielleicht auch zum Beispiel, wenn ich weiß, mein Kind hat vielleicht eine Operation, vielleicht muss der Blinddarm mal entfernt werden und danach kann ich mich absprechen, dass wenn das dann zur Tagesmutter oder Tagesvater kommt, dass es in der Zeit eben ein bisschen mehr Ruhe dann auch braucht. Ich muss dann vielleicht nach einer Woche schon wieder arbeiten, ich kann das Kind gar nicht mehr zu Hause versorgen. Und da kann man, denke ich, auch besser drauf eingehen und sagen, okay, macht er dann vielleicht nicht so viel mit jetzt bei den Aktivitäten, die viel körperliches Aktivsein fordern und lässt ihn sich vielleicht mehr mit irgendwie Buch beschäftigen oder so Spiele, wo man nicht unbedingt sich bewegen muss. Ja, das gefällt mir ganz Ja, gut, ja. und bei uns sind die Fachberaterinnen auch immer zuständig für bestimmte Gebiete. Das heißt, die sind dann wirklich auch Expertinnen, welche Tagespflegeperson hat zum Beispiel in diesem Wohnort welches Betreuungsangebot. Ja, also das funktioniert bei uns auch sehr gut. Ja, sogar Inklusion wird auch gelebt. Ja. Ja. Wir haben auch einige inklusive Kinder bei uns in der Kindertagespflege. Wir haben auch Tagespflegepersonen, die sehr betreuungsintensive Kinder haben, was die medizinische Betreuung zum Beispiel betrifft, die sich auch darauf spezialisiert haben. Oh ja, da muss man natürlich dann schon auch das Know-how haben. Also gerade bei Kindern auch mit Diabetes, man muss die Zeichen erkennen, wann kommt eine Unterzuckerung oder Überzuckerung, wie greife ich da ein, wie viele Einheiten Insulin muss es genau gespritzt kriegen. Wenn es sich körperlich bewegt, braucht es natürlich dann mehr Energie, dann auch mehr Essen oder weniger Einheiten und so weiter. Ja, das stelle ich mir schon so vor, da braucht man schon also die Erfahrung und Expertise. Wir haben vorher auch so ein bisschen darüber gesprochen, über Kinder, die zum Beispiel mit der deutschen Sprache noch Unterstützungsbedarf haben, wo Tagespflegepersonen drauf eingehen. Genauso haben wir auch Anfragen von Eltern, die zum Beispiel sagen, ich möchte, dass mein Kind nach Möglichkeit von einer französisch sprechenden Tagesmutter betreut wird, weil ich möchte meinem Kind schon sehr früh diese sprachliche Erfahrung geben. Auch solche Sachen haben wir. Oder ganz aktuell auch von einer Familie, die aus China jetzt hierher zum Ja. Arbeiten gekommen ist, wo eben die Eltern möchten, dass dieses Kind dann die deutsche Sprache in dieser Zeit auch hier lernt. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, das ist auch die Kultur. Die Kulturen sind auch total unterschiedlich und dass es so auch diese ja, Sitten dann so mal mitkriegt, wie die sind die so in Deutschland, in der deutschen Familie und ja, klar, auf Ich jeden sage immer, Fall. bei uns gibt es nichts, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Von den Betreuungszeiten, auch von den Nationalitäten der Betreuungspersonen haben wir eine ganz bunte Vielfalt. Also, und ja, und natürlich ganz vielfältige Kinder, die wirklich
Wir haben vorher über 400 Tagespflegepersonen gesprochen. Wir haben aktuell über 1000, also kann man sagen, 4400 Tageskinder hier im Landkreis in der Betreuung. Ja, und ich denke, ein wichtiges Ziel ist auch zu sehen, dass sie auch eine Ergänzung sind und jetzt nicht quasi voll die Konkurrenz sind zu den anderen Einrichtungen, sondern dass es hier individueller sein kann und dass man ja den anderen nicht irgendwie die Arbeit wegnehmen möchte. Also in den sozusagen normalen kommunalen Kitas. Also wir haben ja vorher so gesprochen zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr. Ja. Da ist ja dieses Wunsch- und Wahlrecht der Eltern und da ist es einfach auch eine Vielfalt am Ort sozusagen. Ja. Wenn die Eltern wählen können, geben sie ihr Kind in die Kindertagespflege oder in die Kita. Was mir aber auch wichtig ist, ab dem dritten Lebensjahr, wenn ein Kind außer Haus betreut wird, hat der Kindergarten Vorrang. Das heißt, hier können die Eltern dieses Wunsch- und Wahlrecht, wenn sie öffentlich gefördert werden möchten, nicht mehr ausüben. Das heißt, der hat der Kindergarten Vorrang und da kann die Kindertagespflege aber ergänzend leisten. Ah ja. Das heißt ganz konkret eben, dass zum Beispiel der Kindergarten nur einen Nachmittag offen hat oder um 16 Uhr endet und die Eltern 19 Uhr eine Betreuung brauchen oder vielleicht auch bis 21 Uhr, weil sie im Handel arbeiten an bestimmten Tagen. Da geht dann das Kind nach dem Kindergarten zur Tagesmutter. Ach, das ist auch eine interessante Option. Und genauso natürlich in der Schule, dass es eben dann nach der Schule zur Tagesmutter geht, anstatt zur Grundschulbetreuung oder zur ergänzenden Betreuung in der weiterführenden Schule. Also da sind wir ergänzend und für mich gibt es, ich weiß, es ist manchmal so die Frage, sind wir Konkurrenz? Nein, wir sind eine Ergänzung und wir sichern eigentlich in diesem gesamten Spektrum die Vielfalt, aber auch für jeden individuellen Bedarf die passgenaue Betreuung. Und gerade im Schulbereich, wo viele Kommunen ja in den letzten Jahren ihre Ganztagsbetreuung wirklich sehr ausgebaut haben. Mhm. Also ich glaube, es gibt kaum noch oder keine Kommune im Landkreis Esslingen, die keine Nachmittagsbetreuung hat in der Grundschule. Aber nichtsdestotrotz entscheiden sich manche Eltern eben ganz bewusst, dass das Kind nachmittags zur Tagesmutter geht. Da sind maximal 5 Kinder gleichzeitig anwesend, die eben dann maximal 5 Kinder gleichzeitig Hausaufgaben machen. Das ist eine kleine Gruppe. Viele Eltern sagen, morgens in einem großen Klassenraum mit 25, 30 Schülern ist für mein Kind genug. Das kann das nicht gut für sich mitnehmen, wenn es dann nachmittags nochmal in so einer großen Gruppe unterwegs ist. Ja. Wo dann auch in dieser großen Gruppe Hausaufgaben gemacht werden sollen. Mein Kind braucht mittags dann, ich sag's mal, die Ruhe und den geschützten Raum meiner Tagesmutter. Und wir haben auch hier, weil wir auch so ein bisschen über Tiger gesprochen haben, jetzt komme ich wieder auf Hänschen klein und Apfelkörnchen zu sprechen und die vielen anderen, wie sie auch im Landkreis heißen, haben wir in Nürtingen ein Tiger, der sich auf die Schulkindbetreuung spezialisiert hat. Das ist das Haus Silbersand in Nürtingen. Und zwar ist dort ein Betreuungsangebot für Grundschulkinder und weiterführende Schulen. Das heißt, die Tagesmutter öffnet dann erst ab 12 Uhr ihre Türen. Und dann kommen die Kinder eben nach der Schule zu ihr. Und die hat natürlich wieder nachmittags ganz andere zusätzliche Angebote, wie es die Tagesmutter hat, die nur 1- bis 3-Jährige betreut. Ja. Und das Schöne ist gerade im Haus Silbersand bei der Tagesmutter dort, da weiß dann auch schon die Schule, wenn es dem Kind mal nicht gut geht, da rufe ich dann nicht bei der Mutter bei der Arbeit an, sondern da rufe ich dann bei der Tagesmutter im Haus Silbersand an. Und die holt dann auch das Kind von der Schule und dann kann sich's dort mal auf das Sofa legen und ausruhen. Oder auch in den Ferien ist natürlich dann die Ferienbetreuung dort mit geregelt. Also ich finde das wunderbar, weil das so eine große Vielfalt ist auf beiden Seiten. Sowohl für die Tageseltern als auch für die Eltern von dem Kind. Das ist eigentlich kaum Wünsche offen bleiben. Also, wir haben schon viele Wünsche. Also wir aber ich meine so von den Zeiten her und das ist. Es ist sehr schön, ich habe vorher darüber gesprochen, dass im Jahr 2019 haben wir ja festgestellt, von 5,50 Euro 1 Euro dazu auf 6,50 Euro. Ja. Genau. Und dann
ist auch gleichzeitig sind außergewöhnliche Betreuungszeiten eingeführt worden. Und zwar eben alles, was zwischen 18 und 22 Uhr betreut wird oder auch Samstag und Sonntag, wird höher vergütet. Ja, gut. Also das ist wirklich auch nochmal die Anerkennung, dass bewusst ist, es gibt eben auch außerordentliche Betreuungszeiten, wo auch eine Kita oder eine Schulkindbetreuung nicht mehr leistet. Und wenn dann eine Tagesmutter eben sagt, jawohl, ich stehe da noch zur Verfügung, dann bekommt sie auch eine höhere Vergütung. Das ist auch fair, absolut fair. Absolut fair, genau. Und es ist ja auch, wenn wir jetzt so dran denken, von den 6,50 Euro, wo die meisten Tagesmütter verlangen gar kein zusätzliches Essengeld oder dergleichen, ist eben auch dann das Essen dafür zu bezahlen. Das ist schon, muss man einfach aber mal gucken, was bleibt denn nachher noch wirklich übrig. Ja, ja. Weil wenn Essen, Verpflegung, dann findet es in den eigenen Räumen statt, ist es natürlich, wir haben über Strom vorher gesprochen, über Klar. Wasser gesprochen, dann denken wir aber auch an Abnutzung und solche Dinge, ja. Natürlich, also es dürfte ruhig höher sein. Ja, und dann müssen wir uns natürlich auch im Klaren sein, wenn die Kinder um 17 Uhr gehen, dann ist kein Feierabend bei der Tagesmutter. Ja, klar. Sie bekommt zwar kein Geld mehr, ja, weil sie nicht mehr betreut, aber dann ist aufzuräumen. Alles herrichten. Alles herrichten, in heutigen Zeiten desinfizieren, am nächsten Morgen dann auch wieder alles vorzubereiten. Oft wird vorgekocht, oft wird Bastelmaterial vorbereitet und dergleichen. Und das findet dann alles in nicht bezahlten Zeiten statt. Und da müssen wir uns auch einfach nochmal im Klaren sein, pädagogisches Personal in der Kita hat dafür eben die Vorbereitungszeiten, die auch bezahlt sind. Und auch wenn die Elterngespräche stattfinden, ja, das stimmt. In der Kita, in der Kindergarten, auch die werden während der Arbeitszeit durchgeführt und vorbereitet. Und das sind alles Dinge, die leisten Tagespflegepersonen außerhalb der Betreuungszeit ohne Vergütung. Ja, das muss man sich mal klar machen, auch um das Essen zu besorgen, um da eine gescheite Auswahl zu haben, auch um eben gerade Spiele oder Bastelmaterial zu kaufen. Ist ja alles Zeit und Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Und also ich denke wirklich auch an das Thema wirklich aufräumen, sauber machen, desinfizieren. Das ist im Augenblick, also eine wirklich sehr erfahrene Tagesmutter sagte mir, jetzt erst diese Woche, eine Stunde ist da danach, wenn die Kinder weg sind, wirklich gebunden. Bis sie am nächsten Morgen, bis sie also die Wohnung so hat, dass sie am nächsten Morgen betreuen kann. Und bevor dann am nächsten Morgen es losgeht, desinfiziert sie nochmal die Klingelknöpfe überall, dann natürlich die Haustüren, alle Türen klinken und dergleichen und bevor die Kinder kommen. Das muss man eigentlich noch mehr publik machen, ja, was das für ein Riesenaufwand ist, ja. Genau, und deshalb muss ich auch so sagen, hätte ich mir jetzt gewünscht, dass in diesen Zeiten, also die Tagesmütter bekommen ja jetzt vom Land Baden-Württemberg 60 Masken zur Verfügung gestellt, jetzt. Die sollen in den nächsten Tagen bei uns geliefert werden, für jede Tagespflegeperson 60 Masken. Ich hätte mir aber auch gewünscht, dass das Land Baden-Württemberg einfach auch bei den Desinfektionsmitteln, bei den Handschuhen, Dinge, die in der Kita, im Kindergarten selbstverständlich sind, dass sie da auch an die Tagespflegepersonen denkt. Auf jeden Fall. Was ja ist, es wurde ja jetzt die Impfgruppe, wurden die Tagespflegepersonen auch seit dieser Woche mit in die Gruppe 2 mit den Lehrern und auch dem Kita-Personal eingestuft. Und diese Woche sind schon die ersten Tagespflegepersonen zum Impfen gewesen. Das war also auch nochmal ein ganz großer Schritt. Und wir müssen uns ja auch im Klaren sein, im Gegensatz zu Ihnen, im Gegensatz zu mir, wir können in dementsprechenden Situationen einfach eine Maske aufziehen, wir können die Distanz halten. Das kann eine Tagesmutter nicht. Die werden, die betreuen ohne Maske, damit die Kinder eben die Mimik lernen, die Sprache lernen. Die Kinder kommen, sie weinen, sie kuscheln mit der Tagesmutter, sie werden gewickelt von der Tagesmutter. Das sind alles einfach auch Dinge, was den Betreuungsalltag im Augenblick sehr herausfordert. Und da war es wirklich, finde ich, jetzt auch ein wichtiges Signal, dass das gesehen wird. Ja. Auch im Gegensatz zu den Lehrern. Die Lehrer unterrichten ja viele auch mit Maske. Das macht eine Tagesmutter ihren Betreuungsalltag eben nicht. Die ist wirklich ganz nah an der Basis. Ja, allerdings, ja. Von dem her hat es gestartet und das hat wirklich auch
eine große Akzeptanz hervorgerufen. Ja, dann hoffen wir, dass auch bald wieder mal so richtig durchgestartet werden kann, dass wir die Pandemie irgendwann mal hinter uns lassen können, dass alle befreit sind. Möchten Sie noch zum Schluss was sagen, Frau Schober? Also mir wäre es wichtig, so mal in der Zusammenfassung, dass einfach die Arbeit der Tagespflegepersonen die Wertschätzung bekommt. Und die Wertschätzung heißt für mich eben auch, dass der Beruf Tagesmutter, Tagesvater, dass der wirklich einen Beruf und Berufung ist und eine Anerkennung bekommt. Und eben, dass das nicht jemand ist, der so nebenbei Kinder betreut. Und dass wir eben über diese, ich nenne es mal auch Professionalisierung, die Anerkennung in der Gesellschaft bekommen. Und das heißt für mich eben dann auch, auf dem Weg zur Anerkennung wie eine Erzieherin, die eben im zum Beispiel in einem Kindergarten die Kinder erzieht, eine Tagesmutter, die eben in ihrem häuslichen Umfeld die Kinder eben erzieht. Das ja, gleichwertig. Gleichwertigkeit, dass das eben auch gelebt wird in unserer Gesellschaft und anerkannt wird. Und dass sich eben im Bereich der Finanzierung der Kindertagespflege da doch nochmal sich einiges weiterentwickelt. Wirklich, genau. Dass diese 2 Jahre regelmäßig überprüft werden. Aber dass auch sonst die gesamte Finanzierungsstruktur, wo eben Tagespflegepersonen teilweise was vom Landkreis bekommen, teilweise was von den Kommunen, durch diesen kommunalen Zuschüssen und so weiter. Und da müssen sie sich überall drum kümmern und selber um die Administration. Dass sich da alle Beteiligten auch mal an den Tisch setzen und sagen, kommt, lasst uns mal vereinfachen. Schauen wir mal. Ja. Also es gibt da schon noch einige Dinge, die uns sehr, sehr wichtig sind. Ja. Aber wichtig ist mir immer, das Kind steht im Mittelpunkt. Also das Absolut, Kind steht im Mittelpunkt und ich bin mir ganz sicher, dass die Kinder, die bei uns im Landkreis Esslingen bei Tagesmüttern betreut sind und Tagesvätern, da wirklich im Mittelpunkt stehen und richtig wertvolle Betreuung erfahren. Da bin ich auch überzeugt. Ja, möchte ich auch danken und würde Sie voll unterstützen bei Ihren Forderungen, ja, die absolut wichtig sind, die absolut auch erstrebenswert sind. Ja. Also ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch geführt haben, Frau Schober, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und unseren Zuschauern auch dasselbe. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch, dass ich den Einblick geben konnte. Vielen Dank. Gerne.